Wunderschön. Kapitän Uwe. Montag. Ja, wir sind wieder Saisonarbeiter, Freunde. Ja. Immer auf dem laufenden Band. Ganz aktuell, heute ist Montag. Ja. Wir haben einfach das Wochenende nicht geschafft, eine Maske zu machen. Da wir ja aber dieses Format haben und ich auch Bock auf eine Maske habe, haben wir uns überlegt, wir machen diese Peel-Off-Maske von Balea. Und zwar die Peel-Off-Maske für Mischhaut. Klärt das Hautbild, pflegt mit Hamamelis und Aprikosenextrakt und ist tiefenreinigend. Genau. Diese Maske haben wir von der lieben Evi bekommen. Evi, lieben Dank dafür nochmal. Den Spatel habe ich im Anschlag sozusagen. Und jetzt ist die Frage, Uwe, unten oder oben, ne? Wie immer. Unten. Ja. Oh Mann. Ja. So. Zack. Unten. Nee, ich möchte mal oben. Okay, bitte. Ah, nee, doch unten. Ja, bitte. Also, ich bin zwar unflexibel, aber da drin. Bist du ganz flexibel drin? Bin ich sehr flexibel drin. So, eure Fragen habe ich hier auch schon am Start. Ich hoffe, mein Handy bleibt so lange an. Haha, hier ist ja keine Stelle zum Aufreißen. Du hast aber eine Schere, Schatz. Also, ich habe hier oben eine Stelle. Zeig mal her. Die nicht schon mal auf. Das kannst du vergessen. Also, pass mal auf. Zack, offen. Ja, du bist ja auch ein Spezialist für Maskenaufreißen. Ich bin der gelernte Maskenaufreißer sozusagen. Ja. Ne? Aha. So, hier ist heute mal zum Glück ein bisschen Ruhe auf dem Treppenhaus. Ja. Das ist ja Gel. Na, das ist eine Peel-Off-Maske, die du abziehen kannst. Also aufpassen, nicht in der Haare, Uwe. Ach so. Hab noch nicht gemacht. Musst du erst mal sagen, wenn ich drin geschmiert habe. Ja, bin froh, dass ich mal vorher dran gedacht habe. Dann so, also, was gemacht. Das ist klar. Und dann werde ich jetzt erstmal anfangen. Meine ist leer. Meine Katzenöhrchen natürlich hochzuziehen und dann die Maske aufzutragen. Oh. Du kannst auch dabei. Achso, hast du ja keine Optik auf. Nee. Oh, ist ja kalt. Tut mir leid, da war ja keine Optik auf. Genau. Also wir haben schon ziemlich lange keine Peel-Off-Maske mehr aufgehabt. Ne? Wie war das ohne Haare schmieren, ne? Nein, auf gar keinen Ach, Fall. Nicht. Also gewohnt, ja, ist mir egal. Gewohnt C im Auftrag. Ja. Aber das ist ja in Ordnung, ne? Peel-Off-Masken müssen ja C sein. Und ich habe hier schon wieder eben, als ich meinen Vergrößerungsspiegel an hatte, ihr merkt wieder, dass mir wieder über Nacht Schnurrhaare gewachsen sind, Leute. Ey. Das kommt durch das Schnarchen. Durch die Vibration kommen die raus. Aha, naja, du kennst dich damit ja aus. Ja. Bloß ich bin da hinterher, ich mach das jeden Morgen, mach ich das weg. Aha. Das ist wieder der Vorteil, wenn du früh aufstehst. Zumindest früher als normalerweise. Ja, wenn man so um 6 Uhr aufsteht, dann hat man Zeit, sowas zu machen. Bei mir ist das Problem, ich muss ja jede Nacht mindestens 2-3 Mal raus. Ja. Das ist so nervig, ehrlich. Und gesunder Schlaf geht echt anders. Ne? Das stimmt. Aber es ist halt, wie es ist. So. Meine ist aufgetragen. Also für so eine Peel-Off-Masken sind diese Spatel hier wirklich sensationell. Ne? Also dafür nehme ich die sehr, sehr gerne, aber für Crememasken finde ich einen Pinsel irgendwie besser. Ja. Oh, Pinsel. So, und ich bin gespannt auf eure Fragen. Mal ich erstmal. Ja, aber lange nicht mehr gehabt, ne? Doch. Oder? Letzte Woche, Schatz. Ach, letzte Woche, na gut, damals. Haben wir Fragen gehabt. Ach so. Ja, und ich habe hier schon wieder ein Otto, ne? Oh. Oh. Ja, wer weiß, wovor ich mich wieder geekelt habe, ey. Keine Ahnung. Ich muss hier mal eben, wo doch ein bisschen dick aufgetragen ist, ausbessern.
Ja, also das ist. Der hat eine eigene Postleitzahl, ehrlich. Der Otto. Der Otto, ja. So, mein Schatz, bist du denn bereit? Immer. Sehr. Ja, meiner auch, aber zeige ich nicht. So, ich möchte mich erstmal für euer ganzes Feedback bedanken, dass ihr das so toll fandet, dass wir das letzte Mal draußen gemacht haben. Ja. Das ist also, die Schätzeleins haben gesagt, das hast du noch ja nicht gelesen. Nee. Dass wir das gerne öfter machen können. Ne? Dass ja, machen wir. Besonders im Winter. Nein. Oh. Ja, auch nicht, wenn es so windig ist wie gestern war. Also heute, nee, heute geht's würde eigentlich, gehen, ne? Aber jetzt ist es zu spät, jetzt ist es noch jung. Ja. Genau, also wir haben das Studio noch umverlegt. Die letzte Frage ja von der lieben Lena Lee Strange. Und deshalb geht es diesmal weiter mit Sandra Friedrich. Liebe, liebe Grüße, Sandra. Du schreibst uns: Hallo, ihr drei Süßen, hier wieder mal Fragen von mir. Vielen Dank. So, du fragst: Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Icke? Ja. Icke, Gefühl. Ja. Ich Gefühl. Auch. Doch, ich auch. Ja, Gefühl. Ich gehe mehr nach meinem Herzen als nach meinem Verstand. Dann wäre vieles anders, wenn ich mehr nach meinem Verstand gehen würde. Aber das ist halt, doch, ich bin Gefühlsmensch, ja. Ja. Meer oder Berge? Meer. Meer. Ich auch. Obwohl ich die Berge jetzt nicht verschmähe, ich nee, finde jetzt, ja, aber ich bin doch eher so Meermensch. Ich mag das, aufs Meer zu gucken und am Wasser zu laufen. Und mir ist das lieber zwischen Berg und Berg und tief und tief. Ich kann mich hier nicht anlegen, Uwe. Warum nicht? Ja, weil du dann. So, weiter fragst du: Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Oh, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also, wenn ich irgendjemand was raten müsste, würde ich halt sagen, tu Dinge, die dir gut tun. Also alleine das macht doch schon glücklich, oder? Ja. Verbringe Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind. Und weniger oder bis gar keine Zeit mit Menschen, die dir nicht gut tun. Klar. Also ich finde, wenn ich mich mit Menschen treffe, die mir sehr wichtig sind, die ich in meinem Herzen trage, dann macht mich einfach glücklich. Alleine das ist schon die halbe Miete, würde ich sagen. Sei dankbar für Dinge. Also, weiß ich nicht, man sollte sich vielleicht jeden Abend irgendwie, also Uwe und ich, wir haben uns sind, vor einer ganzen Weile mal so angewöhnt, wenn wir abends im Bett liegen, dass wir uns einfach sagen, was unsere Highlights am Tag waren. Siehst du, das wollten wir ja eigentlich hier im Video auch sagen. Ach. Also, und dann ist man schon so dankbar für diese drei Dinge, die man als Highlight empfunden hat, dass einen das glücklich macht. Also, wir schlafen da, zumindest ich schlafe da ziemlich glücklich dann ein, irgendwie. Ja. Oder? Was, ja. Hast du irgendwo? Was war denn jetzt da dein Highlight? Nein, wir sind jetzt bei dieser Frage. Reduziere Stress. Also, wenig Stress im Leben macht halt auch glücklich. Ne? Das ist, schmeiß einfach raus aus deinem Leben, was dich belastet. Ne? Das ist halt, also weitestgehend, wie es geht. Das würde ich halt so sagen, ja. Dass das so ein Schlüssel ist, oder? Ja. Stimmt. Was macht mich dann noch glücklich? Raus in die Natur gehen. Ja, klar. Also bei Sonnenschein oder sonst irgendwas, das ist, was gibt es Schöneres wie einfach raus in die Sonne? Ja, und dann abschalten. Ja. Abschalten. Lerne, Nein zu sagen. Ich weiß, das ist ganz, ganz schwer. Ich habe selber auch einen Sprachfehler. Ja. Genau, das ist mein Sprachfehler, ja. Ja. Man muss einfach wirklich lernen, Nein zu sagen, ohne sich dabei auch schlecht zu fühlen. Und dann fühlt man sich am Ende auch ganz gut, dass man sich nicht hat ausnutzen lassen, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, wie gesagt, vielleicht täglich Glücksmomente aufschreiben, die man so hatte. Also das ist ja dieses Highlight. Oder sich erzählen oder irgendjemand anders, seinem Partner erzählen. Ich weiß ja nicht, ob man zu zweit oder alleine ist. Wenn man alleine ist, sollte man sich vielleicht aufschreiben. Und ansonsten ja, mit jemandem teilen, der einem nahe ist. Also, mich macht sowas glücklich. Könnte man noch irgendwas sagen? Nee, sich selbst liebevoll behandeln macht auch glücklich. Ja? Sei einfach gut zu dir selber. Das so. Das mal so machen. Nein, wisst ihr, nee, ja, aber. Schon. Ja, hast, ja da, genau.
Und im Hier und im Jetzt-Leben finde ich auch toll, ne? Nicht so weit vorausplanen, ein bisschen ist okay, aber man sollte vielleicht doch mehr im Hier und Jetzt leben und sich vor allen Dingen auch selbst nicht ganz so wichtig nehmen. Das ist, man soll schon an sich denken, aber man ist halt. Man muss an den anderen unbedingt denken. Ja, so. Nicht so immer ich. Ich weiß, also das wäre jetzt so das, was ich sagen würde. Wie war die Frage? Was der Schlüssel zum Glücklichsein ist. Ne? Würde ich jetzt so sagen, Ja, oder? Genau. stimmt. Komm, jetzt schließe ich mich an. Also, ich glaube, Ja. mehr möchte ich dazu nicht aufführen. Genau. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben? Ganz einfach. Gesundheit? Ach, was mir? Ja, uns. Und Ja, Gesundheit, Familie du und. bist mir wichtig. Ja, danke. Gesundheit, Und jetzt Familie und runter. Freunde, das ist mir Ja. am wichtigsten. Ja. Also ich würde tatsächlich auch noch, keine Ahnung, ein viertes Ding noch dazu tun, das ist halt einfach Geld, Tatsache. Also Geld ist eigentlich auch wichtig. Es ist nicht das Wichtigste, Aber er wird nicht so wichtig sein. aber es würde dir halt das Dach über den Kopf sichern, ne? Sozusagen. Ja, aber ihr versteht sicherlich, was ich damit meine. Für mich kommt bestimmt nicht Geld an erster Stelle, aber es hat doch auch einen Ja, Stellenwert. Ja, klar, so das ein ist halt. Stellenwert, logisch. Genau. Genau. Dann fragst du weiter, wenn du deinen Namen verändern müsstest, welchen neuen Namen würdest du dann wählen? Ach, herrje. Sollte das nicht der Name, den ich gewählt habe. Ich finde. Wie würde ich mich nennen? Ich würde mich vielleicht Lina oder Enna nennen oder sowas. Ich finde die total schön, den Namen. Emilia finde ich total schön. Aber ich bin mit meinem sehr zufrieden und muss den zum Glück nicht ändern. Aber wie würdest du dich nennen? Also, mir reicht das erstmal, Männer. Ja, aber wenn du ihn Wenn, ändern dann würde ich müsstest. sagen, Paul. Wow. Bei Uwe heißen alle Paul oder Paula. Das ist ja. Nein, Fritz ist ohne Oh Paul. Gott. Ja. Das ist, Paul. würde ich jetzt wirklich mal sagen, sehr. Paul, finde ich geil. Paul. Paul, komm mal her. Also, ich finde Emilia sehr schön. Ich glaube, ich würde mich Emilia nennen. Oder was ich auch sehr schön finde, ja, doch. Doch, ich weiß jetzt, wie ich mich nennen würde. Mia. Mia leitet sich schon durch meinen dritten Namen ab. Und weil ich besitze drei Namen, ja. Reich. Und ja, der dritte Name leitet sich davon ab und ich würde Mia nennen, mich nennen denn. Genau. Wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ich irgendwann mal Mia heißt. Ja. So. Und der Uwe heißt dann Paule. Paul, komm mal her. Schreibt's mir mal in die Kommentare, Videofrage. Wie würdet ihr euch nennen, wenn ihr euren Namen ändern müsstet? Das würde ich auch mal interessant finden. So. Ich würde Deutsch sprechen, deutsche Namen Das ist wählen. doch egal, wie man Ja, sich nennt. Das klar. ist, aber das finde ich sehr, sehr interessant, ne? Wieso man sich selbst nennen würde. Also ich bin ja auch im Deutschen. Mia ist ja deutsch. Aber es gibt ja auch viele tolle amerikanische, Klar. französische Namen oder keine Ahnung, was man halt so mag, bevorzugt, ne? So, weiter fragt Sandra, was ist der lustigste Witz, den du kennst? Hört auf mit Witze. Du siehst gut aus. Ja. An dem versteht doch so ein Insider eigentlich. Also ganz ehrlich, ich kenne keine Witze. Also ich kenne schon Witze, aber kann sie mir nicht behalten. Mal sehen, ob ich das zusammenkriege. Treffen sich zwei Kerzen. Da sagt die eine Kerze zu der anderen, ist Wasser hier fertig? Kann Wasser löschen, so. Nee, ist Wasser Nee. gefährlich? Ja. Davon kannst du ausgehen. Ja, davon kannst du ausgehen, so war das. Ja, stimmt. Ich kann Ach, mir das einfach war. keine Witze merken. Tut mir leid, da kann ich nicht mit punkten. Und die kenne, die kann ich hier nicht erzählen. Und ich stehe auch voll auf so Flachwitze. Manchmal sind die, wo ich echt am meisten lache, wenn die so richtig flach sind. Das ist so ein schwarzer Humor, den ich strengweise habe. Oder die Witze, die ich mir behalten habe, die kann ich nicht öffentlich erzählen. Das geht natürlich. Das geht dann auch nicht. Dann wäre ich auch wieder direkt in irgendeine Schublade gesteckt. Nee, also ich kann jetzt leider keinen lustigen Witz erzählen.
Ja, mir fällt keiner ein. Da ist Uwe mir im Vorteil. Der war Zufall. Weiter fragt die Sandra, wie alt wärst du gerne für immer? Wie immer. Für immer. Wie alt für wärst immer. Du am liebsten für immer? So. In 30, ja. Da habe ich auch 30. 30. Da hast du schon. Bis 35 so. Da hast du schon beide Beine im Leben und du verdienst gutes Geld ja. Und. Ja, bist in Saft und Kraft eigentlich noch. Ich finde, ja. 30 ist so ein ja. ganz tolles Alter. Also, ich wäre gerne auch für immer und ewig 30 sozusagen. Zwischen 30 und 35 so, ja. Ja. Ja, auch hier schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, wie alt werdet ihr gerne für immer. Ich finde es total spannend, solche Fragen. Ne? Ja, schreibt es mal gerne eure Antworten da rein. Und die letzte Frage von Sandra ist das. Achso, ist keine Frage. Das war's erstmal. So, ich bin mal. Gespannt auf die Antworten. Vielen, vielen lieben Dank, Sandra, für deine Fragen. Fand ich sehr, sehr spannend. Du stellst echt immer gute Fragen. Und ich hoffe, die Antworten haben dir Spaß gemacht. So, kommen wir mal weiter zum nächsten, und zwar Kleeblattkanal. Die liebe Nadine aus, ja, aus Irland. Nadine. Ja. Du hast geschrieben, hallo ihr drei, eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Wie bist du, liebe Susi, auf deinen Kanalnamen gekommen? Hoffe, die Frage war noch nicht dabei. Ganz viele Küsschen nach Berlin. Dicken Knutsch zurück und ein Herzchen. Und vielen, vielen Dank für deine Frage. Nee, die war tatsächlich noch nicht dabei, wie ich darauf gekommen bin. Ach so, nee. Also, eigentlich war für mich klar, weil ich bin halt einfach ich, einfach Susi. Aber einfach Susi im Deutschen hört sich halt immer blöd an. So wie die Liedtexte sich in Deutsch ganz oft blöd anhören. Ja, wie kann ich dann Just Susi? Einfach Susi. Also so ist es ja auch. Ja. Ne? Und jetzt wäre es halt Just Susi und Uwe. Wir sind halt ja. die einfachen Leute und wir sind halt einfach wir. Genau so, wie ihr das seht, sind wir halt. So sind wir und nie anders. Genau. Nur so. Nur so. Deshalb lag es auf der Hand, dass mein Kanalname so sein wird. Also da steckt jetzt nichts Besonderes dahinter. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Muss doch noch. Nicht, ein bisschen noch. Ja. Also ich hoffe deine. Doch, ich hoffe, deine Neugier ist damit ein bisschen befriedigt, liebe Nadine. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Irland. Ja. Und dicke Herzen, genau. Zur nächsten Frage von Miuli. Oh, wie schön, mal wieder von dir Fragen zu lesen. Von wem? Miuli. Miuli wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Miuli oder Miuli? Ja, wir wissen ja. Vielleicht verrätst du es mir, ja. Ja. So, du hast uns geschrieben, also Miuli heißt Lisa. Ach. Das finde ich schon mal, liebe Lisa, danke. Das ist doch ein Wort, da wissen wir doch Bescheid. Aber Lisa finde ich übrigens auch einen sehr, sehr schönen Namen. Meine Katze ja. hieß ja Lisa, ne? Das so. Spricht ja schon Bände, dass ich den Namen sehr, sehr schön finde. So, du hast geschrieben, hallo ihr Lieben, ein Herzchen, Herzchen zurück. Erstmal wollte ich mich bei euch für die tollen Videos bedanken. Oh, sehr, 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 sehr gerne. Wir haben ja auch Spaß daran. Ja. Immer wenn ich einen schlechten Tag habe und denke, dass ihn nichts retten kann, kommt ihr mit einem Video um die Ecke und mir geht es gleich wieder besser. Das ist so süß. Das freut mich im Übrigen sehr und das schreiben uns auch ziemlich, ziemlich viele Schätzelein. Und ja, das macht mich dann glücklich. Ne? Das ja. ist. Wenn man einfach so ein bisschen Quatsch macht, wisst ihr, und man dabei die Sorge. Weil man sich ja nicht so liegt. Die Sorge ein bisschen vergessen kann für ein paar Minuten, das ist doch toll, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Wir machen keinen Quatsch, ne? Niemals. Nein. Wir wissen, was ihr gehört. So, ich habe zwei Fragen für euch, wobei ich hoffe, dass die erste Frage nicht zu privat ist. Na, das werden wir sehen. Na, schieß los. Frage 1. Was ist eure früheste Lebenserinnerung? Och, so privat ist das nicht. Also ist schon privat, aber nicht, dass ich das verheimlichen möchte. Meine früheste Lebenserinnerung ist tatsächlich im Kindergarten mit 3 oder 4 höchstens. Also ich glaube, früher kann ich mich nicht erinnern. Das war im Kindergarten, ich sehe mich da richtig an dem großen, langen Esstisch sitzen. Mit damals hieß es ja noch Kindergärtnerin. Ja. Und das war irgendwie so ein kirchlicher Kindergarten, so ein
Auf jeden Fall war da immer ein Mönch oder ein Pastor, das kann ich jetzt nicht mehr so richtig wiedergeben, der hat immer eine Kutte an. Aber so Pastoren haben ja auch Kutten an. Und da ist halt meine Erinnerung, dass der uns immer die Äpfel geschält hat, die Schale abgemacht hat. Und die Kindergärtnerin haben das halt nicht gemacht. Und da haben wir uns immer gefreut, wenn dann der Mönch kam oder der Pastor und sein Messer zückte und dann halt die Äpfel von uns eingeschält hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass alle Kinder sich darüber gefreut haben. Ja, das ist so meine früheste Erinnerung aus dem Kindergarten. Ich weiß noch, dass mein Bruder und ich im selben Kindergarten waren und er aber in einer anderen Gruppe war und dass ich da auch immer geweint habe und zu meinem Bruder wollte. Also das kann ich mich auch noch erinnern. Warte, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht. Weil hier, die wir arbeiten ja hier, ne? Ist ja klar. Ja, also das würde ich jetzt so sagen. Was ist deine früheste? Kindheit. Kindergarten. Oh, ja. Stand auch von Kindergarten aus. Ja. Ich schätze mal, das ist bei allen so, oder? Ja, ich möchte gerne noch mal gucken. Ich werde das auch noch mal machen. Ich weiß ja, wo mein Kindergarten mal war. Echt? Weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Ich wüsste überhaupt nicht, ob mein Kindergarten überhaupt noch existiert. Ja, ja, ich weiß so, dass da vorne, das war so ein Eck-Kindergarten. Und wir mussten durch den Hausflur hinten auf dem Hof. Und der war links, war der Eingang. Ich werde nie vergessen. Und da war so ja ein Brett dran, schräg für Kinderwagen und so, weil eine Stufe hoch ging. Mhm. Ja, da ja, wird man kicken, der war Hochparterre. Können wir ja mal. Als Kinder konnten wir auch rauskicken. Und dann gehen wir rin und sagen so, hier ist der freche Uwe. Die, der Uwe möchte aus dem Bälleparadies geholt werden. Da war dann eine Erzieherin, die hat unheimlich geliebt. Die war auch ganz verrückt nach mir, aber wenn ich da ankam, ich habe immer von der Bonbon gekriegt. Wenn ich gegangen bin, ich habe einen Lutscher gekriegt. Die hat mir immer was gegeben. Ich glaube, das haben die anderen bestimmt auch gekriegt, ja, aber dann kriegt man den mit als Kind. Nee, aber die hatte dann. Die war am liebsten. Das ist schon schön. Weil der hat öfters auf dem Schoß gesessen und gekackt. Uwe! Nein, aber die hat. Schüppchen! Ja. Nee, aber stimmt. Die war meine liebste Erzieherin. Ja, also ich würde halt, wie gesagt, Kindergarten sagen. So, Frage 2. Susi, könntest du mal wieder so etwas wie eine Morgenroutine oder Abschminkroutine machen? Fühlt euch ganz doll geknuddelt. Liebe Grüße, Lisa. Ja, das macht Susi. Also, ganz ehrlich, meine Morgenroutine, die ich ja gemacht habe, da hat ja die Nation gespalten mit. Ne? Die hat gleich viel Daumen hoch und Daumen runter. Ich glaube, die hat ja ein paar mehr Daumen runter als hoch. Quatsch, so Und ich bin da so beleidigt worden. Also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder eine Morgenroutine machen möchte, weil offensichtlich meine Morgenroutine in der Nation, in der Welt nicht gut angekommen ist. Aber die ist halt so, ne? Aber eine Abschminkroutine kann ich natürlich sehr, sehr gerne machen, wenn euch das wirklich interessiert. Also kriegt diese Frage halt öfter tatsächlich. Aber ich denke immer, das interessiert ja eigentlich nicht die Mehrheit. Aber okay, wenn ihr das wollt, oder ja doch, es sind ja mehrere, dann werde ich mal wieder so eine Abschminkroutine machen. Ja. Auf jeden Fall. Mit den Produkten, die ich benutze und sowas. Ja, mache ich. Morgenroutine muss ich mir wirklich überlegen. Also ich habe meine alte Morgenroutine tatsächlich auf privat gestellt, weil da so viel Hasskommentare mir entgegengeschlagen sind. Ich weiß sowieso ja nicht, wie man da so einen Hass entwickeln kann, ne? Aber ist halt so. Habe da erst die Kommentare ausgeschaltet und den dann an den Daumen gesehen, dann habe ich irgendwann das Video runtergenommen, also auf privat gestellt. Also das war wirklich... Nein. War nicht so schön, deshalb muss ich mir überlegen, ob ich das nochmal mache. Ihr habt immer noch Stänkerfritzen. Ja, jeden Tag. Also, die Welt ist nun mal nicht gut, ne? Nee. So, schaffen wir noch? Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt dabei sind, aber die von Jessie schaffen wir auf jeden Fall noch, ne? Also erstmal, mi Uli, Lisa, vielen, vielen lieben Dank für deine Fragen. Hat mir Spaß gemacht und hat mir mal wieder so ein bisschen, Nostalgie-Erinnerungen zurückgebracht, ne? Ja. So die Kindheitserinnerungen einfach.
Okay, gehen wir mal weiter zur lieben Jessie. Liebe, liebe Jessie, ganz, ganz liebe Grüße nach Baden-Württemberg. Ich freue mich, dass du wieder Fragen gestellt hast. Du schreibst Hallöchen nach Berlin an euch drei. Hallöchen nach Baden-Württemberg. Erstens, in den Flitterwochen nach Alaska oder Hawaii? Ich hätte es gerne warm, lieber nach Hawaii. Aber Alaska ist auch interessant. Ja, ich gehe ins Kalte. Alaska. Alaska. Ja, okay, Alaska. Ich muss ja mit, sind ja Flitterwochen. Ja. Ja. Nach dem Motto, zieht euch warm an. Aber können wir nicht eine Woche Alaska und eine Woche Hawaii machen? Erst ins Warme, dann ins Kalte? Nee, erst ins Kalte. Dass wir dann in das Warme uns wieder aufwärmen können. Hm. Aber das Stück von Alaska würde mich schon sehr interessieren. Wie lange wollen wir denn den Urlaub machen? Ja, 14 Tage, Flitterwochen, ist doch klar, oder? Länger nicht. Ich meine, du bist Rentner. Ich kann nicht so lange, ne? Ich zahle ja so lange aus. Ja. Na gut. Okay. Also, wir entscheiden uns für Alaska, aber nicht im Winter. Nein. Doch? Nee, dann im Sommer nach Alaska. Der kann denken. Das ist ja wohl noch kalt genug im Sommer. Nein. Winter. So, zweitens. Schlittenhunde fast. Ja, das stimmt. Aha. Das wird tatsächlich auch mal. Aber Frage 2. Schickes Auto oder schickes Haus? Ich entscheide mich direkt für schicke Haus. Ja, klar. Im Auto kannst du vielleicht, ja, kommt auf das Auto an, wohnen, aber... Nee, Haus. Ich würde da eher die Lebensqualität mehr... Im Haus wünschen. Ja, ein Haus. Im Haus. Drittens. Eine erfolgreiche Karriere oder ein glückliches Familienleben? Ich entscheide mich für das glückliche Familienleben. Ja, na, was für eine Frage. Ja. Na klar. Lieber arm, aber glücklich. Ja. Ganz ehrlich, als reich. Glücklich und, muss der Mensch sein. Als reich und im goldenen Käfig, das ist so. Ja. Ja. Also, aber das heißt ja nicht glückliches Familienleben, dass du gleich arm bist, ne? Nein. Aber von der Frage her leitet sich das so ab. Ja. Und viertens, schmutzige Bücher oder schmutzige Filme? Bitte. Ja, wenn schon, denn schon. Ah, sehr gut. Berit. So, da kommt jeder zu kurz. Genau. Wünsche euch einen schönen Tag, liebe Grüße von uns beiden. Ja, ganz, ganz liebe zurück. Grüße an euch zurück, auf jeden Fall. Ah, sehr cool. Da ist nur noch aufhören. Nee, eine haben wir noch. Immer noch? Ja. Ja, das ist die letzte und ihr Lieben, ich werde gleich wieder den Beitrag nach oben schubsen. Wenn ihr weiter Maskenmontag sehen wollt, stellt uns gerne Fragen im Community-Tab. Da ist gleich der erste Beitrag und da könnt ihr halt eure Fragen reinposten. Dinge, die ihr schon immer wissen wolltet. Und dabei ist es egal, ob die Frage vielleicht schon mal war oder nicht. Wer neu dazugekommen ist, weiß das ja nicht. Ne? Also schreibt ja, gerne rein. Kein Problem. Wir freuen uns über eure Fragen und kommen jetzt erstmal hier zur letzten, zwar von der lieben Brischi. Liebe, liebe Grüße an dich. Ich freue mich, dass du hier Fragen gestellt hast. Du schreibst ihr drei. Vielen Dank, dass ihr mit euren tollen, unterhaltsamen Videos mein Leben bereichert. Oh Gott, süß. Dankeschön. Also, ich mache es sehr gerne. Ja. Macht doch Spaß. Ich hoffe, meine Frage ist nicht zu persönlich, aber ihr seid so lieb miteinander. Was macht eine tolle Partnerschaft aus? Kommt gut durch die Renovierung. Ja, bloß auf, ist ja, wenn es mal nur eine Renovierung wäre, ne? Ja, was macht eine tolle Partnerschaft aus, Uwe? Gegenseitiger Respekt auf jeden Fall. Ja, klar. Finde ich, steht an erster Stelle. Nett miteinander sein. Ja, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Also, ich finde immer diese Aussage, sich nicht so wichtig zu nehmen. Partnerin im Vordergrund schieben. Heißt nicht, dass man sich selbst vergessen soll, ne? Aber, ja, aber. Man ist halt nicht der Nabel der Welt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, was macht noch eine glückliche Partnerschaft aus? Gespräche natürlich. Also reden, finde ich, ist das A und O in einer Partnerschaft. Dass man miteinander lacht, ist für mich essentiell einfach, dass man lachen kann. Gemeinsame Hobbys, finde ich, muss es gar nicht mal unbedingt sein. Man sollte schon gemeinsame Interessen haben, ja. Aber wenn man jetzt unterschiedliche Hobbys hat, hat man halt auch Freiräume und ich finde Freiräume auch wieder sehr wichtig. Diese, wisst ihr, diese lange Leine bei Männern und Weiblein finde ich sehr, sehr wichtig, dass man einfach auch das Vertrauen
auf den Partner transportiert irgendwie. Ja, also so ein bisschen eine gesunde Eifersucht finde ich völlig in Ordnung. Aber mit der Stimme gehen wir da wieder. Diese lange Leine finde ich halt aber auch in Ordnung. Ne? Also der Uwe kann gucken und machen und tun, aber jetzt sind wir zu Hause. So. Omi kehrt hoffentlich auch. Nee. Du musst zu Hause bleiben. Deine Leine ist ganz groß. Ja, ja, nix hier. Gib mal dem Vogel Wasser. Ja, das ist so. Na klar, was ich noch ganz, ganz, ganz dolle wichtig finde, ist, dass man dem Partner nicht die Last des Glücklichmachens aufbürdet. Also klar soll man sich gegenseitig glücklich machen, aber der Partner ist für das eigene Glück nicht verantwortlich. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich ein ganz, ganz großer Fehler, der ständig in Beziehungen passiert, dass der Partner den anderen Partner dafür für sein eigenes Glück verantwortlich macht. Und das ist der Niemand ist dafür verantwortlich, wie das eigene Glück einfach ist. Also und schon dreimal nicht der Partner. Ja. Dass man sich untereinander oder miteinander glücklich macht, ja. Das hört sich jetzt ja auch wieder ein bisschen verfänglich ja, an. Aber ist aber es ist ja selbstverständlich. Aber für das Seelenheil und so was, man ist für sein Glück verantwortlich. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich finde es halt immer wieder, sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen. Das ist... Weiß ich nicht, keine zu hohen Erwartungen einfach haben. Ja. Dann wird man auch nicht enttäuscht. Also, ja, einfach sich selbst. Ich glaube, das ist so das ist der Kern der Aussage. Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Das ist einfach für den, was sehr glücklich macht. Vielleicht auch mal öfter ein Auge zudrücken. Ja, also, man muss jetzt nicht immer auf alles beharren oder. Mein Gott, ich glaube, das sind so oft schon Fragen gewesen, ob. Weiß ich nicht, was für Sachen mich an Uwe aufregen oder sowas, wo man gesagt hat, sowas ist privat, ne? Das gibt natürlich Dinge, die mich aufregen oder ja, und da gibt es bestimmt auch Sachen, wo man einfach mal die Ohren zudrückt und sagt, okay, halt's Maul, das musst du jetzt nicht kommunizieren. Fertig. Mhm. Und das trägt natürlich dazu bei, dass sich der Partner wieder gut fühlt. Ja, und das gibt dann keine Reibereien. Nee, man kann doch darüber reden, ist richtig, aber stimmt schon, man muss doch gewissen Grad, kann man ja auch mal sagen, steck ich weg, ist gut. Ja. Geh drüber weg, hat sich erledigt. Ja. Ich finde, das ist so eine Sache, was eigentlich eine glückliche Partnerschaft ausmacht, ja. Oder so die Dinge, die wir jetzt genannt haben. Kommt ja manchmal so ein Wort vor, oder scheiße. Was? Muss nicht sein. Aber, naja, dann. Ich bin so, dann drehe ich mich um immer und dann habe ich das Ding vergessen und dann war gut. Natürlich ehrlich für mich. Wie sagt sich selbst nicht so wichtig? Ihr empfindet ganz, ganz tolle und halt nicht zu hohe, Kinder so eine hohe Erwartungshaltung haben. Dann wird man einfach auch weniger enttäuscht. Es ist so. Es ist einfach so. Es ist sicherlich ein Lernprozess, ne, der nicht von ihm auf jetzt stattfindet, aber das ist das, wo ich sagen würde, was für mich persönlich einfach diese glückliche Partnerschaft ausmacht. Ich brauche meinen Arm wieder. Warum? Weil ich mich kratzen muss. Ich mache es. So. Und ich muss mal kurz gucken. Ist trocken? Nee, bei mir ist hier noch feucht. Ja, Schatz, hast du noch irgendwas dazu beizutragen, was diese glückliche Partnerschaft? Ach so. Siehst du noch aus? Ja, klar. Nett miteinander sein und. Aufmerksamkeit, auf alle Fälle. Ja, das finde ich sehr wichtig. Das ist das A und das O, ja. Ja. Das war es eigentlich. Ab und zu mal kleine Blümchen schenken und so. Ja, das sind so aufmerksam. Ja, das gehört dazu. Und das natürlich. Das ist ein Zeichen, dass man es nicht vergessen hat. Ja, und auch nicht, weil es einfach im Kalender steht oder so. Nee. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Als ich heute aufgewacht bin, das ganze Wohnzimmer schon wieder voller Rosen gewesen. Judo aus dem Garten, aber ich habe mich gefreut, weil da waren auf jeden Fall Blümchen da, die gestern Abend noch nicht da waren. Und das ist so, ach, das macht auch wieder glücklich, ne? Das trägt zum Glück dazu bei. Das ist halt schön, ne? Gegenseitige Aufmerksamkeit. Und das bis ins. Was ich noch wichtig finde, ist, wenn tatsächlich mal so Dinge passieren, wo man ausflippen möchte, ne? Dann finde ich so, ne, wo man ihn tatsächlich irgendwie zum Mond schießen könnte. Ne? Ja.
Da fällt mir ein Witz ein, ne? Dass du bei eurer Langpartnerschaft deinem Mann noch Knutschflecke machst, finde ich ja bewundernswert. Würgemale sind das. Würgemale. Das ist ja so mein Witz. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass du irgendjemand so richtig. Ja. Aber jetzt habe ich irgendwie Bild von Häppchen auf Stöckchen gekommen, ja, weil wir es ja nicht mehr heute erzählen wollte. Ja, das stimmt. Das können wir. Ich komme jetzt nicht mehr, ich finde den kann den Faden nicht mehr aufheben. Also da wollte ich sagen. Nee. Ich brauche meinen Faden wieder. Ist weg, tut mir leid. Ich wollte das jetzt mal so schön ausführen, aber da ist mir dieser Witz eingefallen und der war nicht mal witzig, siehst du? Damals. Na gut. Aber das würde ich, ist halt das, was ich sagen. Ja. Okay, jetzt fängt das echt an zu kribbeln. Ja. Und ich möchte mir die wirklich abziehen. Ja. Ja. Grafik? Ja. Lass mal Pause machen. Warum Pause machen? Achso, du bist zur Zeit, ne? Das stimmt so. Ja, andere Kinder mehr gemacht davon. Ja, es wird mal Zeit, dass wir viel aufmachen. Also ich hoffe, dass die Fragen zur Zufriedenheit beitragen haben. Dass du die Antworten gut fandest. Oh, die zeckt aber gut beim Abmachen. Mhm. Also wenn du da Haare drin hast, das merkst du. Ach, kann ich nicht sagen. Ich hab mehr Haare als Haut. Ey, scheiße, die Benneiser. Also, die fand ich erstmal richtig gut, ne? Die ist sehr getan, gut. Ja. Und vor allem merkst du die auch richtig beim Abmachen. Ja. Es ist ja bei ganz vielen Balea Peel-Off-Masken, dass die so smooth abgehen, ne? Schön seicht irgendwie, also ohne dass es weh tut, aber die hat jetzt hier echt gut gezeigt. Jedenfalls stellenweise. Die hätte sowieso nicht so ganz abkriegen, weil das hier an den Wangen. Ja, halt. Doch noch etwas, noch nicht ganz angetrocknet ist. Ach, aber ist ja nicht schlimm. Ich hab wie eine Augenbraue jetzt. Hast du eine Augenbraue wieder ja, rein? Ja, klar. Der Spatel ist so breit wie mein kleines Gesicht. Ich ärgere mich richtig, dass ich den Faden verloren habe. Ich hab den bis jetzt noch nicht wieder gefunden. Aber ich glaube, den Kern der Aussage, den hat man schon verstanden, was ich damit meine, oder? Ja. Oder die Große. Vielleicht beim Videoschneiden. Fällt dir nicht ein? Fällt mir das wieder ein, aber dann ist eh zu spät. Das sieht immer aus, als wenn man sich. Ja, heute, ne? Ja. Irgendwie nicht so. Oh Gott. So. So. Ich denke, die Feinarbeit. Ja, dann machen wir zu aber Hause. Jetzt kann ja, dann machen wir nachher zu Hause. Aber das ist das. Ich finde so Humor in einer Beziehung einfach auch ganz wichtig. Ne? Man muss miteinander lachen können. Ja, das ist noch nicht. Schön, jetzt hab ich das am Finger. Das ist noch nicht ganz trocken. Da habe ich wahrscheinlich mal zu dick aufgetragen. Aber ich kann sagen, dass sich meine Haut schön ja, fresh anfühlt, schön erfrischt. Ja, also ich finde schon, dass sie sich hier reinigt anfühlt, ne? Mhm. Was sagst du? Ja, man merkt, dass er was getan hat. Ja, ich gucke mir gleich mein Hautbild noch mal ein bisschen genauer an. Aber ich muss hier noch mal die noch nicht getrockneten Stellen abtragen. Da unten häng ich noch in Fetzen. Ah, das muss ich auswaschen, das Zwiebelt. Ich wusste ja nicht, so viele Haare habe. Doch, ich wusste das. Ja, ich muss die Feinarbeit natürlich auch nachher machen. Wir wollen jetzt das Video nicht unnötig in die Länge nee, ziehen. Also, Haut mal angucken. Sieht super aus. Sehr zufrieden. Ich kann das auch immer wieder mal sagen, weil ja die Frage auch schon öfter gekommen ist, ob wir schon mal irgendwelche Reaktionen auf irgendwelche Masken hatten. Nee, habe ich wirklich noch nie gehabt. Ne? Nee. Also bis jetzt zeig. Sehr toll, alle gut bekommen. Ja, absolut. Also man hat schon manchmal gesehen, dass die Maske was gemacht hat. Also dass das halt durchblutet war, aber
Dass ich irgendwelche Pusteln oder irgendwelche Jucken oder was hatte? Nee, das hatte ich nicht. Also fühlt sich sehr, sehr gut an. Sie fühlt sich kühl an. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, gerade bei so einem Wetter. Sieht fantastisch aus. Also meine Rosazea hat es auch gut vertragen. Das ist ja auch immer noch so eine Sache mit der Rosazea. Da muss ich ja maskenmäßig auch mal ein bisschen aufpassen. Ja, ich würde sie mir wiederholen. Ne? Ach so, jetzt hast du ja darauf getan. Ich wollte nur mal zeigen, aber ist egal. Das war die Balea Peel-Off-Maske. Für mich schaut. Genau. Diese hier. Die war das. Wenn nicht, guckt euch den Anfang des Videos nochmal an. Da sind doch alle Fälle. Zeigen wir das genau. Ja, also ich bin sehr begeistert. Meine Haut fühlt sich gut an. Die fühlt sich auch tatsächlich ein bisschen durchfeuchtet an. Ich weiß ja nicht, ob die Feuchtigkeit spendend war. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt sofort eincremen müsste, wie ich das bei so manchen anderen Peel-Off-Masken sonst habe. Habe ich hier auch nicht das Gefühl. Ich muss jetzt halt nur noch mal ordentlich, ja, Feinheiten. Ordentlich abpulen. Aber mit Schleifpapier rübergehen und dann ist das gut. Das machen wir ohne euch. Ja. Wir sind durch. Ja. Und damit bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, seid frech. Weiter. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann.